Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start und will sich scheinbar mit diesen drei Creepern gerade anlegen. Lag. Ah, jetzt. Das hat einen Moment gedauert. Alter, sind die explodiert. Ja, durchaus. Ich würde sagen, wir traveln noch ein bisschen Richtung Westen. Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machen, oder? Weil das Ziel ist natürlich immer noch einen Dschungel zu entdecken. Ob wir das tun oder nicht tun, ist halt natürlich die andere Frage, aber die Hoffnung besteht. Mal gleich nach der Folge noch die Dings, die Online-Map aufrufen. Um zu sehen, wie weit wir sind. Geht's hier auch schön an der Lava Haha, vorbei. Tommy, haha, du brennst, haha. Ja, das machen die ja manchmal gerne. Die brennenden Stinkerle. Kann ich überlegen, ob ich hier ein bisschen Kies mitnehme. Ein bisschen Kies. Ein bisschen Kies muss sein. So. Ja, einfach nur, wenn er hier so abbaubereit auf mich Jetzt noch ein wartet. bisschen Theorie, wenn du was brauchst. Nee, Diorit glaube ich aktuell nicht. Aber also meine Überlegung war bei mir im Haushalt die unteren Böden mit Trockenbeton zu machen. Also dann Nassbeton halt. Und da braucht man ja Sand und Kies. Und Kies, weiß nicht, war letztes Mal ein Wir bisschen haben ja problematischer. Kies. Ganz viel Kies. Das finde ich gar nicht fies. Ich meine, ich könnte auch noch die Kohle abbauen, aber. Oh, wobei, für Level sollte ich es eigentlich tun. Ich habe insgesamt gerade 30 Level. Ich habe erst 17. Ich bin letztes Mal irgendwann gestorben. So. Hier draußen liegen drei einsame Kies rum. Was? Drei einsame Kies? Hallo, einsame Kies? Kommt her. Kommt her. Die wollen aber auch nicht mitkommen. Die wollen einsam bleiben. Das könnte natürlich daran liegen, dass ich keinen Platz im Inventar habe, dass sie nicht mitkommen wollen. Kommt. So. Erstmal den Cobblestone rausgeschmissen. Dann nehmen wir die bisschen Kohle hier noch mit. Das ist ja. Das kann man ja schlecht hier liegen lassen, was ich meine. So. Ich bin jetzt auf dem Minecraft Earth Discord. Und die haben so Minecraft-Emojis. Das Problem ist, so wie es aussieht, kann man die nur nutzen, wenn man Discord Nitro hat. Ich hätte dir vorhin fast ein paar davon geschickt, weil ich die gesehen habe auf dem Handy. Und mein Handy spinnt eh, ist dann die ganze Zeit aus dem WLAN raus. Ich habe dir nämlich eigentlich schon geschrieben, bevor ich dir geschrieben habe, dass mein Kaffee noch braucht. Aber irgendwie wollte er das nicht senden. Ja, mein Okay. WLAN, nein, kein Empfang. Unser Internet spinnt auch in letzter Zeit. Letztes musste ich einfach mal den Router neu starten. Und also unser Router, also amerikanischer Router, der startet eigentlich einmal die Nacht neu. Also es ist jetzt nicht so, dass der, keine Ahnung, 5 Jahre an war und deswegen jetzt spackt. Jetzt haben wir Kies, wenn du noch was brauchst. Ja, ich habe meine Schaufel ist jetzt kaputt. Ich habe noch eine. Aber lass uns mal weitergehen. Wir finden mal. Okay. Wir finden bestimmt noch welchen. Vorne sind Schweine, Bergschweine. Weil ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum mein Minecraft Earth nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das ärgert mich ein bisschen. Es hat nämlich für Minecraft Earth brauchst du AR Core. Das ist eine Software im Prinzip. Alter, hier ist auch so ein bisschen Kies noch. So, zwei, drei Stück. Das ist eine Ja. Software, wo im Prinzip die Minecraft Earth ist darauf programmiert worden. Also auf der entsprechenden anderen Software. Und da springt der einfach durch mich durch. Und dementsprechend brauchst du die halt auf dem Handy, um damit arbeiten, also um damit spielen zu können, vernünftig. Also dass du die AR-Implement hast. Das Problem ist nur, das ist nur für, lass es 15 verschiedene Handy-Modelle verfügbar. Und ich habe es zwar so installiert, aber das funktioniert halt trotzdem nicht. Und deswegen kann ich kein Minecraft Earth spielen. Ich hoffe, das wird mal irgendwann auch angepasst. Ich habe mich dann doppelt geärgert, weil ich habe mir erst ein neues Handy gekauft. Und ja, also ein Huawei Y6. Das kann nicht sonderlich viel, aber kostet halt auch nicht sonderlich viel. Und es gibt das Huawei Y7. Das kann ein bisschen mehr, hat aber 30 € mehr gekostet. Und also der Unterschied war der Prozessor halt. Und statt 2 hat es halt 3 GB Arbeitsspeicher. Wo ich halt gesagt habe, gut, für 30 €, also ich bin nicht der Mensch, der auf dem Handy zockt. Also
außer halt Spiele, die nicht wirklich aufwendig sind und halt meine AR-Sachen. Aber dafür möchte ich jetzt keine 30 Euro ausgeben. Das Huawei Y7 wäre eins der Handys gewesen, was diese Unterstützung hat. Und das hat mich dann doch etwas geärgert, weil ich dachte, ey, damn. Hättest doch die 30 Euro mehr ausgegeben, aber egal. Deswegen aktuell Minecraft Earth. Ich kann zwar Sachen sammeln, aber ich kann nach wie vor nicht bauen. Daher, ja. Eher suboptimal. Bei mir war halt bloß der Fehler, wenn ich es installiert habe, dann hat sich die App erst gar nicht öffnen, also sie hat sich schon öffnen lassen, war aber dann stand da, dass die App angehalten wurde. Ja, das ich hatte das jetzt auch, also auf meinem alten Handy, das ja gar nicht mehr, oh, hier ist ein versunkenes Schiff, mehr oder weniger versunken, war der Punkt auch erst, es sieht halt einfach aus, als hätte es hier irgendwer hingebaut. Es hat sogar Türen, nein, Luken an der Seite. Kommt man auch irgendwie rein. Habe ich halt gedacht, gut, es liegt daran, dass das Handy halt überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Und da ist es aber immer problemlos gestartet. Und jetzt auf dem neuen habe ich auch zwei, drei Anläufe gebraucht, bis ich mich einloggen konnte. Und seitdem ich mich einloggen konnte, startet es auch zuverlässig. Aber davor ist da immer abgestürzt, App komplett geschlossen. Okay, links von uns ist Eis, vor uns ist Savanne. Geil. Ja, ich bin noch nicht mal wieder in deiner Reichweite. Achso, ja, ich bin ein Stückchen weitergelaufen. Alles gut. Ja. Süden, Westen. Oh, wir müssen Richtung Eis für den Westen. Ich habe mein Boot immer noch eingesteckt. Sehr gut, dann würde ich sagen, let's go boating. An diesem wunderbaren Sandstrand hier. Hey! Hä? Warte so. Auf mich! Beep. Hä? Bin drin. Beep. Eisbär, hi. Kann man Eisbären essen? Nein, kann man nicht. Naja, es gibt das Achievement, alles essbare Essen. Deswegen war die Frage jetzt. Also die war nicht drauf bezogen, dass ich letztens einen Eisbär essen wollte. Nein, nein. Doof. Das da drüben sieht fast unserer aus... unserer rechten. Das da drüben sah gerade fast aus wie eine Burg im Eis. Ja, ne? Wollen wir da hin oder weiter? Boah, ich weiß nicht. Hi, tschüss, Frag. Was? Runter oder weiter? Tschüss, Frag. Ja, das sollten wir schon mitnehmen, finde ich. Gut. Also, tschüss, Frag. Das Dorf, weiß nicht. Dorf muss wegen mir jetzt nicht unbedingt sein. Los, Gut, das ist ein relativ großes Schiffswrack. Was werfe ich dafür weg? Schnell, 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 schnell. Jetzt nicht sterben, Mike. Gunpowder, oh Gott. Nee, das wäre gerade ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum komme ich denn hier nicht rein? Ich habe da extra schon die Türen aufgemacht. Hilfe! Ich bugge im Boot. Das ist auch nicht gut. Vielleicht müssen wir die doch mal ausplündern da drüben. Warst du hier unten schon drin? Nee, aber warte mal, ich will mal was ausprobieren. Dafür brauche ich allerdings einen Moment. Ich hab doch Holz dabei. Alter, Lilly rastet draußen vollkommen aus. Licht von der anderen Seite. Licht von vorne und Licht von hinten. Licht von überall. Ja. Boah, das wäre auch mal cool, wenn man so einen, weißt du, so einen Rucksack bei sich hat. Gibt's auch als App, sag ich schon, als Add-on. Okay, wir müssen uns langsam. Seltsame Suppe. Du bist jetzt auf der anderen Seite schon drin. Mhm. Ich wollte eigentlich testen, ob das so klappt, weil jetzt habe ich einen Stein. Also in der Tür kannst du dich hinstellen, ja, da kannst du rein. Genau, und dann kann man nämlich da drin eigentlich atmen. Jetzt ist die Tür aber so komisch verbuggt hier. Nee, du musst einfach bloß von der anderen Seite. Sehr komisch verbuggt. Ich kann von der Seite nicht rein, wo die Tür zu ist. Hier. Sehe ich gar nicht. Ich stehe drin. Ah, sehr gut. Ich halt zu? Nein. Ja. Ich hatte das mal in einem Boot, das da halt eine Tür drin war und ich da drin chillen konnte. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob man es auch andersrum machen kann, dass man die Tür erstmal. Enderman. Hier waren wir auch, hier war ich auch schon. Du siehst da oben auf dem Berg die brennenden Nether Rocks. Oh Gott. Ich komme mal dir zu Hilfe. Wo ist er hin? Da.
Muss ich nur aufpassen, dass ich dich nicht schlage. Pussy. Miau. Das sagt die Katze. Miau. Ja, ist einfach abgehauen. Ja. Drecksack. Habe ich schon Kaninchenbaby gegessen. Komm her. Hallo, ihr kleinen Dorfbewohner. Hallo, schlaf gut. Man muss sich immer creepy neben die Leute stellen und sie beobachten beim Schlafen. Das gefällt ihnen. Ein Kaninchen. Oh. Nicht mal aus dem Räucherofen versteckt. Hallo, Kuh. Nein, die Kuh lassen wir euch da. Alles in Ordnung. Oh. Ein Schwein. Und ein kleiner. Der Mann ist halt einfach an Dings gestorben. Am Kaktus. Am Kaktus, genau. Ach man, du scheiß Katze, ey. Hase. Katzenhasen, was auch immer. Die chillen halt auch hart hier draußen, obwohl es Nacht ist. Ich glaube, die haben nicht genug Betten hier. Ja, hier schläft einer im Bett. Hier schläft einer im Bett. Oh Gott! Alter! Phantome! Ja, aber der Sound war ja gerade mal sowas von übertrieben. Auf, komm ran! Los! Boah. Ein brennendes Phantom. Gleich zwei Stück. Für jeden von uns einen. Okay. Leider kein Pfeil und Bogen. Ich kann nur von hier unten. Au! Jetzt wollte ich gerade gucken, ob ich einen Bogen dabei habe. Pfeile hätte ich noch welche, die könnte ich dir geben. Los, flieg woanders rum. Lass mich bitte den. Ja. Sehr gut. Guck mal hier, ich habe noch 8 Pfeile, die kannst du haben. Kannst du mir irgendwas abnehmen? Hast du Emeralds? Ja. Ne, Smaragde habe ich. Ja, sind doch auch, ja. Achso, ja, gut. So heißen sie eigentlich auf Englisch, Emeralds. Emeraldos. So, dann würde ich aber sagen... Schlafen oder weiter? Ja, lass uns weitergehen. Okay. Hallo Creeper, tschüss Creeper, hui! Oh schade, ich habe trotzdem noch Schaden bekommen. Ich auch, aber ich hatte auch kein Schild ausgerüstet, also was auf ihn gezeigt hätte. Also Leute, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht hier. Also das da. Weg mit dir! Weg mit dir! Das ist gerade auf mich zugerannt, wie ein gestörtes. Hui! Bam! Hui! Kannst du mir mal helfen? Hilfe. Wo bist du denn? Da unten? Hier in der Höhle. Warum bist du da unten? Willst du ein Skelett haben? Ich schick dir ein Skelett. Zur Hilfe. Aua! Das war nicht ich, das war ohne mich auch schon. Warte, ich hau ihm auf den Kopf. Ich hab ihm mal auf den Kopf gehauen. Hallo, Hilfe. Ja, hi. Ich geb dir meine Hand, komm, zieh dich hoch. Ich reich dir meine Spitzhacke runter. Zieh. Jo, hier. Danke. Bitte. Scheiße. Nicht schon wieder reinspringen. Boot? Da hinten. Bleib du nochmal schnell, ich komme eben mit dem Boot da hinten her. Drive-by, jawohl. Wir sind in diese Richtung. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Oh, du scheiß Spinne, Alter. Da drüben ist ein kleiner verwirrter Mini-Zombie. Oh, ich glaube, er kommt her. Na, er läuft da. Schnell genug. Nee, er läuft ins Dorf. Gau! Die Spinne! Oh, ein schwimmender Hase. Hallo, schwimmender Hase. Ja, da kommt Mike. Paddel. Aus dem Weg, Hase. So. Bin an Bord. Jetzt mach ich erstmal eine Snackpause. Ja, ich hab auch Hunger. Ach so, ja gut, dann nö. Fahre er. Hallo? Ich kann kein Speed machen. Ich bin zu schwer, wenn ich hinten drin sitze. Ja. Da ist ein Busy Eis im Weg. Möchte ich mal so meinen. Weißt du, aber das kleinste Teil vom Boot bleibt da einfach dran hängen. Ja, natürlich. Das muss so. Paddel. Piep. Oh. Hallo, Creeper. Tschüss, Creeper.
Ich finde, wenn so ein Creeper in der Wüste explodiert, müsste eigentlich so ein bisschen Glas entstehen. Jo. Ah, ich hab das Board perfekt. Du musst ein bisschen aufpassen, hier sind ein paar Höhlen. Ja. Und da oben ist ein Bergzombie. Oh. In die Schlucht reingeschossen. Ich sag, musst du aufpassen. Was bist du denn neben mir läuft? Kannst du gedacht, warum höre ich da Sachen? Hä? Oh! Tschüss! Leuchte mir den Weg, Skelett. Da stirbst du auch mal, Skelett. Oh, tschüss, hier ist ein Riss. Ein Riss in der Zeit. Bam. Au. Das tat mir mehr weh als ihm. Aufpassen, dass du noch... Haha, Creeper, haha. Phantom. Ah, schade. Haha, Creeper, haha. Ich dachte, es kommt eins pro Nacht. Boah. Das sieht halt schon geil aus. Uff. Burn, motherfucker, burn. Was? Digga, noch einer? Ne, immer noch der gleiche. Ach so. Verschwinde, es wird Tag. Bam! Ja. Aua. Ach ja. Da hinten leuchtet irgendwas. Ist es die Sonne, die aufgeht und der Berg noch nicht gerendert? Ja. Okay. Da hinten war so ein Loch im Boden, das noch nicht gerendert war. Da raus schien gerade die Sonne raus. Und ich habe aber nur das Leuchten gesehen. Einhörner! Erde, ich weiß. Ja. Einhörner! Boah, hier sind ein paar Löcher. Ein paar Schafe. Und ein auch. Esel! Hallo, Esel! Ja. Hallo! Ich feiere diesen Sound. Oh, schon wieder was essen hier. Ey, hör mal, komm mal zurück. Kann man auf einen Esel nicht auch irgendwas drauf machen, dass der einen, dass der Sachen transportiert? Das klingt gruselig. Ich gehe weiter. Tschüss. Ja, dann kann man einen Sattel und dann kann man da zwei Kisten, eine Kiste drauf packen. Wir brauchen. Oh, wie süß. Babypferde, Fohlen. Ja. Nice. Das heißt, wir müssen eigentlich mal irgendwann einen Esel tamen. Jo. Okay, ich behaupte mal, unsere nächste Erkundungstour werden wir in der anderen Welt machen. Vielleicht gibt es da ja einen Dschungel. Bühne. Bock. Man sollte es halt auch treffen. Bleib hier. Oh. Chicken! Wir haben aber auch noch lange nichts wieder Episches gefunden. Ja gut, ich weiß auch nicht, ob es noch irgendwas gibt, was wir Episches finden können. Also ich meine, wir haben so eine ultra krasse Festung gefunden von den Plünderern. Ja. Okay. Wir haben normale Festung, 2-3 Stück gefunden. Ja. Gut, ich meine, Dörfer, da ist ja, also Dorf ist ja mittlerweile ja, so, ne? Who cares, ne? Aber so ein Dschungel zum Beispiel. Ja. Hier sind voll viele Hühner, voll gut. Das ist ein Schaf. Bleib jetzt hier, los. Oh. Oh, das ist nicht gegrillt, raus damit. Nee. Mir geht's weniger ums Fleisch als um die Federn tatsächlich. Oh, ich habe 16. Ich habe aktuell 31. Alter. Ich schlachte ja auch schon etwas länger Hühner. Lass mich die schlachten, dann können wir es auch essen. Also wir können auch gerne nachher wieder alles, was wir gefunden haben, teilen. Ich glaube, das macht mehr. Na gut, dann nimm du hier die 18 Feder, dann habe ich wenigstens einen Platz mehr. Ja, optimal. So, machen wir es. Nope. Das war professionell. Ja, ne?
Moment, was? Oh, oh, ah, da. Nein, what, what? Das war doch auf einer Höhe. So. Ah, hier oben ist doch ein schöner Platz, um die Folge zu beenden. Ich würde nämlich mal sagen, die Folge ist vorbei. Ja. Dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen. Hallo Lama. Wie immer in die Kommentare. Und ja, übermorgen um 14 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund. Hau rein. Und bye bye. Tschüss.